Herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Let's Plays zu Football Tactics and Glory und damit zeitgleich zu schon unserer zweiten Saison. Viel einleitende Worte spare ich mir deshalb und wir schauen direkt ins Postfach. Denn hier wird über die Jugendakademie berichtet, das Transferfenster ist offen, das ist sehr interessant. Unser Team spielt im Ligapokal, den haben wir ja auch gewonnen. Und gerade so in die Europa League sind wir mit reingerutscht. Arsenal und Man U gar nicht vertreten, wie man hier sieht. Und doch Man City schon, Liverpool, Tottenham wie als Chelsea. Das Interessanteste, Bournemouth auch wieder dabei. So, wir schauen das erste Mal auf unsere Aufstellung, wie wir dann doch zum Schluss gut spielen konnten. Und wir haben vor allem Verbesserungen in der Verteidigung erlebt. Courtois direkt um 3 Stufenwerte aufgestiegen. Was ich trotzdem cool fände, entweder Christensen oder Azpilicueta aufgrund des Alters Azpilicueta loswerden. Oder aber, was wir uns halt auch erlauben könnten, noch einen zweiten Verteidiger dazu kaufen. Dass wir gar keinen davon loswerden. Ansonsten Kanté und Bakayoko übernehmen das ZDM. Barclay ist jetzt hier noch mit drin, weil Shaqiri immer noch rot gesperrt ist. Ja, das bleibt doch kurz so. Ist sich auch am Verbessern. Mal schauen, wie es da weitergeht. Ansonsten Morata wollte ich ja loswerden, glaube ich, weil wir haben vorne einen Sturm mit Hazard und Batshuayi. Wir haben nicht mehr einen Dreiersturm, sondern einen Zweiersturm und damit reicht uns das. Morata, Willian und Son sollen die da vorne ersetzen, wobei Son dann sogar auch ZOM machen kann statt De Bruyne. Genau, Alonso und Moses auf den Außen, die gefallen mir tatsächlich ziemlich gut. Beide 28, dafür haben wir ja Shaqiri hier als Ersatz schon. Oder auch zum Beispiel Willian könnte rechtes Mittelfeld spielen, wobei ich jetzt einfach mal behaupte, wir könnten ja, was brauchen wir? Linkes Mittelfeld, rechtes Mittelfeld. Linkes haben wir Shaqiri, also wie wär's, wenn wir uns für ein rechtes Mittelfeld umschauen? Und noch ein Verteidiger. Rechtes Mittelfeld und Verteidiger, weil dann verkaufen wir Morata. Brauchen wir nicht mehr. Willian hat einen geilen Abschluss. Son kommt da ran. Ist vor allem noch jung. Und Torwart. Torwart, Innenverteidiger, Rechtsverteidiger. Torwart, Innenverteidiger, rechtes Mittelfeld. Transfers, was sagt uns das? Mignolet. Ja gut, da würden wir eine neue Nummer 1 holen. Das brauchen wir jetzt nicht. Der ist ein bisschen schlecht, der ist zwar 20, aber der ist mir ehrlich gesagt doch zu schlecht. Torwart müssen wir nochmal auf die Suche gehen, da können wir auch hier direkt mal einen Scout losschicken. Warum nicht auch in der zweiten Liga? Jetzt die Innenverteidigung. 25, Stufe 92. Ist gut, aber der Verteidigungswert, also wir sind mit allen Verteidigern fast an der 100. Da erwarte ich schon was, wie zum Beispiel hier Mohine. Verhandlungen mit Dortmund. 26. Oder man macht natürlich hier Spooner. 17 Jahre alt. Geiler Verteidigungswert. Insgesamt nur 78, aber den kann man halt ranführen. Dementsprechend teuer. Und von City weg. Fände ich interessant. Behalten wir mal im Hinterkopf. Man müsste sich das hier nochmal markieren können. Ja, für die Entwickler kleiner Tipp. Sowas wie eine Beobachtungsliste. Für einen Innenverteidiger. Okay. Torwart sind wir übersprungen und ansonsten Rechtsverteidiger, rechtes Mittelfeld, schon wieder versprochen, wird jetzt nicht angeboten. Diouf ist dann doch zu alt, die anderen sprechen nicht dem, was wir wollen. Ich würde sagen, wir holen uns Spooner und warten mit dem anderen auf das, was der Scout da bringt. Gut, klar, die Genauigkeit ist jetzt natürlich schlecht gewesen, aber hey, einen besseren 17-Jährigen findet man wahrscheinlich nicht. Was so, weil Morata kommt dann hier. Obwohl er gesperrt ist, packe ich den jetzt mal rein als Platzhalter, damit wir eine Übersicht haben. Son und Willian und ansonsten Musonda ist Junge, den können wir vielleicht mal einsetzen. Morata könnte dann weg. Ja, Barry und Ampadu auch. Ich behalte die trotzdem erstmal, diesen Jungen. Vielleicht entwickeln die sich auch dort. Trainieren weiterhin. Barclay, Kennedy, Kennedy brauchen wir nicht. Wobei, naja. Irgendwann wird es dann schon knapp. Doch Kennedy kann... Ja, wir behalten den auch mal. Der ist ja nicht schlecht. Der ist auch 22. Morata auf jeden Fall. Morata kann erstmal weg. Kriegen wir für den über 10? Oh Gott. Das ist aber schlecht. Aber trotzdem. So. Dann... Wie gesagt, rechtes Mittelfeld. Weil der Moses, der war halt oft... Also... Eigentlich immer unter den ersten 3 Stars, wenn er auch gespielt hat. Das ist ein krasser Wert, muss man ja mal sagen. Beim Training können wir noch was Schönes machen. Hier unten, Barry. Trainieren.
Wir haben sehr viel Ruhm gekriegt, gerade durch den Ligapokalgewinn. Son, das kostet jetzt nicht viel, dem das zu upgraden, das machen wir mal. Shaqiri nur 10, das machen wir auch. Bisschen was für die Verhandlungen noch offen lassen. Olympische Parade für die nächste Saison ausrüsten hier. Naja, das, was knapp an die 100 oder über 100 geht, upgraden wir mal nicht, ne? Was hat Kanté hier? Hackentrick? Nee, wenn er jetzt Grätsch hätte. Kopfballstärke bei Rüdiger. Batschwei hier, auch Hackentrick. Wenn die dann geupgradet werden, gehen wir mal auf zweite Fähigkeit, ne? Was ist hier? Olympische Parade. In 9 Monaten schon die dritte Stufe, dann krass. Also mit Courtois haben wir ja echt einen Fall hinten, der uns da, glaube ich, ordentlich dicht hält. Ich mach mal weiter, bis dann hier die Transfers... Uiuiui. Hier sind doch schon standardweise neue... Nee, aus der globalen Liste. Fangen wir mal in der zweiten Liga ganz bescheiden an. Na, wäre der Jünger, hätte ich den jetzt geholt. Tatsächlich. Hier ist der Ashburner. Was? Als ob der eine 93 hatte in der zweiten Liga. Kostet doch dementsprechend. Begehrter Spieler, genauso wie hier. Vielleicht kriegen wir ein schönes rechtes Mittelfeld. Wäre interessant, aber genauso ein Fall von denen, die wir auf der Reservebank haben, die nicht spielen. Koscielny spielt in der zweiten gerade, was? Arsenal ist abgestiegen. Das habe ich ja gar nicht gemerkt, die waren ja so schlecht. Sind die echt abgegangen? Krass. Haha. Mal gucken, ob die wieder hochkommen. Ja, ansonsten ist es in der zweiten Mauer. Das beunruhigt aber uns aber nicht. Ja, auch schon 30. Dieser Ersatztorhüter. Ach, so viel Ruhm, um mit dem überhaupt verhandeln zu können. Wobei, das heißt ja dann eigentlich auch, dass man ihn kaufen kann. Ich habe noch keine, noch nichts Abgelehntes hier gekriegt. Aber wir wollten ja im Bereich des rechten Mittelfelds mal schauen, wo es einen einzigen gibt. Wow. Oh, Lallana. Aber wir haben halt ZOM, De Bruyne, ZDM, Kanté. Der Lallana muss ist dann auch echt nur ein Kandidat für rechts und der ist schon 28. Und wenn wir weiterhin so durchsimulieren wie bisher. Eieiei, du, dann wird das hier aber. Wird er schnell alt. Sterling, 22. Yo, was der hier für einen Wert hat. Alter, krass. Ja klar, Mira, das ist, gibt schon gute Stürmer, man kann natürlich nicht alle haben. Die hören sich dann alle interessant an, auch hier so ein MacArthur. Dann haben wir noch einen für links. Oder man lässt ihn einfach rechts spielen, das wäre es dann halt. Gut, klar, er hat jetzt einen geilen Passwert, gute Kontrolle, guten Gesamtwert. Auch schon 29. Widerspricht dem, was ich eben gesagt habe. Sonst müssen wir nochmal warten, also da gefällt mir jetzt nicht so richtig. Torwart und rechtes Mittelfeld. Oh, und guck mal, Man City ist schon das erste Spiel dann. Transfers neu. Neu, neu. Nö. Hier kommt keine neuen dazu, ne? Ne, der war einmal los und dann war's das. Ja, das ist jetzt ein bisschen enttäuschend. Wen nimmt man da? So ein MacArthur ist halt auch schon wieder teuer, ne? Oder geht man dann auf einen 29-Jährigen? Ich meine, ist ja jetzt natürlich nicht uralt, ne? Muss man auch mal sagen, aber... So vom Prinzip her... Na, wir sind gut aufgestellt. Wir versuchen das mit Moses und ansonsten in der Winterpause. Ich würde sagen, wir starten jetzt hier einfach in der Liga in die neue Saison. Wäre natürlich schön, wenn man mit dem Sieg startet, was ich aber auch ganz ehrlich sagen muss, gegen Man City, den Meister der letzten Saison, mit solchen Werten, Sterling... Ja, vermutlich noch der gefährlichste hier. Auch Boney, der hat uns letzte Saison abgeschossen. Ist dann doch recht krass. Shaqiri muss hier noch raus. Nehme ich mal an. Nehmen wir Barclay direkt mit. Vielleicht darf er ja mal eingewechselt werden. Ja, fit sind die natürlich alle. Kanté, Alonso, Moses, De Bruyne, Hazard, Batshuayi vorne. Cahill, Tompkins, Rüdiger davor. Christensen als Abräumer ersetzt mit Azpilicueta dann später auch. Hat gut funktioniert. Genau, das war eine ziemlich gute Elf, sodass wir es uns eigentlich gar nicht erlauben können, die hier mitzunehmen. Weil wir einfach eine zweite sehr gute haben. Aber ich würde sagen, keine Zeit verlieren, simulieren wie immer. Und da liegen wir schon zurück, und zwar durch Cardis. Vielleicht schaffen wir einen Ausgleich. Wäre doch schön. Oh, guck mal!
Azad mit einem Kanonenschuss. Sichert uns den Punkt gegen den, wie gesagt, Meister der letzten Saison. Alonso, Azad und Christen sind unsere besten Spieler und damit geht der tägliche, nee, der alltägliche Liga-Alltag wieder los. Unser Sponsor hier gibt natürlich beim Sieg und bei einem Heimsieg noch ein bisschen mehr. Was dazu, das hat an dieser Stelle nicht geklappt hier vom Captain Willi. So, was haben wir? Liverpool verloren, Everton verloren. City nicht gewonnen. Ja, ManU verloren. Es geht interessant los. Und als nächstes Leicester City, wenn ich das richtig sehe. Ja, weil 8 Transfers, da haben wir doch nochmal ein Auge drauf, dann immer. Kein Torwart mehr, die wurden weggekauft, okay. Preis minus 10%, nee, auch dann nicht. Ja, jetzt kommen wieder nur diese ganz schlechten mit drauf. Hier gehen die Preise runter, da könnte man mal gucken. Ist auch 30. Für den City will Sterling loswerden. Keiner verhandelt mit dem, weil das Geld wahrscheinlich einfach nicht reicht. So, bevor wir starten, überprüfen, ob der Gegner hier irgendeinen Scheiß macht. Ne, da stehen wir gut gegen, die Ausdauer klappt. Also, erste Mannschaft aufs Feld schicken. Oh, und Batshuayi mit dem Gewaltschuss und De Bruyne mit dem Kanonenschuss und damit den ersten Dreier eingefahren. Also, wo wir, ich hoffe natürlich, dass es dann in dieser Saison nicht umgedreht ist, weil in der letzten Saison, da sind wir ja mehr als nur schlecht und langsam gestartet und jetzt gegen den Meister, wie gesagt, 1:1 zu spielen und dann zu gewinnen. Das tut auf jeden Fall gut, wenn der Aufwind so anhalten sollte, dann können wir es ja gut festziehen. Vielleicht ist ja die Champions League ein gutes Ziel. Aber man darf sich dann an der Stelle natürlich auch nicht überschätzen. So, wir nehmen unsere treffsicheren Stürmer mal raus, ändern ansonsten nicht zu viel und hoffen, dass hier gegen Stoke City auch gepunktet werden kann. Das sieht gut aus. Und Kanté mit einem Hackentrick von da vorne. Lohnt sich also doch, das zu leveln. Nicht mal ein Stürmer. Son, jetzt schlägt auch er zu. Und hat der andere Stürmer noch getroffen? Nein, nochmal Son mit einem Hackentrick. Auch das hat er gelevelt. 3 Hackentricks. Scheint sich zu lohnen und oh. Da sehen wir, William hat sich direkt mal hier die Sperre verdient. Dafür müsste Shaqiri ja wieder gesund, was heißt gesund, nicht mehr gesperrt sein. So, hier, wir haben Sieg und den Heimsieg dazu gekriegt. Füllen unser Konto also fast mit 500.000. So, ups, das war hier einmal kurz der Windows Defender bei mir. Wow. So, William muss eh raus, die anderen werden ja noch kaputt. Kaputt. Wieder heile. Meine ich natürlich. So, dann machen wir es so. Ein Ersatzstürmer für ein Spiel reicht. Wenn der William kommt, dann kann er wieder statt Barclay rein. Erstmal weiter simulieren, dann sehen wir auch, wen wir vielleicht rausnehmen müssen aufgrund der Fitness. Aber hier ist schön im Wochentakt jetzt erstmal die Spiele, noch nicht die Europa League. Da kann man sich erstmal gut finden. Wie man das ja heutzutage so schön macht, ne? Nein. Wieder vergessen, auf die Aufstellung zu gehen. Macht der Gegner irgendwas Wildes hier vorne? Nein. Kanté, ja, dann kriegt Bakayoko seinen ersten Saison-Einsatz. Dann kommt mal Cahill, 33. Nächste Saison ist dann der nächste Verteidiger dran. Oder wir haben Spooner so weit, dass er das hinkriegt. Könnte man dann, wenn der kaputt ist, schon mal statt Christen sind, probieren und wirklich von Azpilicueta, ja, davon profitieren. Ich mache das jetzt schon mal so, in der Hoffnung, dass Musonda vielleicht auch mal einen Einsatz kriegt oder einfach mehr levelt, indem er hier ist. Der ist jung, der muss sich aber auch verbessern. Und dann kann der uns einen Stammplatz kriegen. Das Potenzial hat er. Wir haben eine vierte Elf, ein paar kaputte Auswechselspieler. Minimal kaputt, muss man sagen. Und die ersten zwei Tore Azad und Son mit einem Strafstoß. Vielleicht der Gegner auch rot gekriegt. Da fällt auch direkt noch ein Tor. Azad wieder mit dem Kanonenschuss. Also Leute, was will man sagen? Klar haben sich unsere Spiele über die Saison verbessert. Wir haben besser gelevelt. Die Fertigkeiten. Es hat sich alles zum Positiven entwickelt. Auch der Abschluss der letzten Saison. Aber grundsätzlich vom Kader her, von der Stärke her, hätte ich unserem Team halt in der letzten Saison auch schon sowas zugetraut. Und da blieb es halt vollkommen aus. Haben wir uns jetzt hier also als Team eingespielt, sodass es direkt besser läuft, oder? Wie sieht das aus? 3 Siege, ein Unentschieden haben wir bisher. So, jetzt kriegt Spooner seinen ersten Einsatz. Guck mal, vorne Musonda jetzt auch. Azad könnte zwar spielen, aber vielleicht trifft er ja sogar, wer weiß, wieder ein bisschen durchgetauscht. Fitte Startelf aufgestellt und erstmal 0:0. Oh, 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 2:1 und über die Zeit rennen. Ah, noch ein 2:2 reingekriegt, das gibt's ja nicht. Batshuayi zweimal getroffen und danach, ja, der Gegner noch zweimal. Immer noch keine Niederlage, das ist das Positive an der ganzen Sache. Musanda
Kriegt eine kleine Balken dazu. Batshuayi, Alonso und Rüdiger, unsere besten drei Spieler. Ein paar gehen noch in dieser Folge hier. Wollen auch wieder schnell durchkommen, ne? Kann man natürlich so und so angehen, das Spiel, ne? Ich bin jetzt natürlich Fan davon. Ne, erstmal bis zum nächsten Spiel, damit wir wieder die Ausdauer sehen. Ein neuer. Auch nichts. Heißt der echt gut enough? Nice, der Gegner. Ja, okay. Jetzt können wir mit Azad und Son antreten. Azad und Batshuayi sonst ja unser Top-Sturm, aber warum nicht mal durchmischen? Christensen, ja, lass mal den wieder vorne aufräumen. William noch ein Spiel gesperrt, den dürfen wir dann nicht vergessen. Da wird Musonda dann auch schon wieder draußen sitzen. So, und komm, jawohl. So sieht das gut aus, Son. Hackentrick lässt nicht lang auf sich warten hier. Jetzt kein Ausgleich kassieren. Jawohl, auch ein Tor reicht mal. Son mit Erfolg. Freut mich ganz besonders für ihn. Bakayoko Level Up, Son, Moses und Christen sind unsere besten Spieler. Und man muss auch mal anmerken, Alonso und Moses, jedes Spiel bisher gemacht. Teilweise hier Spieler des Tages gewesen, immer abwechselnd, sage ich mal so. Und auch immer fit, ne? Also ich musste die noch nicht rausnehmen wegen der Ausdauer oder so. Klar, so wäre wie Tompkins in der Abwehr jetzt auch, den wir direkt zu Beginn des Let's Plays hier verpflichtet hatten. Aber hey, auch das sei angemerkt, weil von der Stärke her sind das ja nicht unbedingt unsere Top-Spieler, muss man an der Stelle auch mal sagen. Moses und Alonso dort außen. Verträge. Eieieiei, das wird ja teuer. Oh, können wir uns das überhaupt leisten? Das könnte jetzt ein ernsthaftes Problem sein. Also ja, Courtois müssen wir machen. Ach so, okay, erstmal nur ein Jahr. Baumstein, was steht da für Kosten? 14? Alter, Stufe, Fertigkeit, andere Clubs, die Kosten für ein Spiel, okay. Der allein kostet 9 Millionen. Jungs, das wird schwer. Wie soll ich die alle verlängern? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich kann die alle doch nur ein Jahr machen. Und das wird knapp reichen, sage ich euch. Christensen als Pliqueta. Dann wird als Pliqueta einfach nicht verlängert. Dann müssen wir den heute noch verkaufen, aber. Weil morgen ist Transferperiode abgelaufen. Okay, es bringt uns sogar Geld. Sehr gut. Das ist halt auch wichtig, weil wir ja... Barclay wäre auch bitter, den wollte ich ja einsetzen. Nein, verkaufe ich nur, wenn wir Geld brauchen zum Verlängern. Kann ich nur ein Jahr machen, dann stehen wir nächstes Jahr vor dem gleichen Problem. Aber Rüdiger ist dann kein Ding, Christensen, Bakayoko, hier mal schnell Kanté, dass wir den nicht vergessen. Ich gehe jetzt alle durch. Gerade die Stammelf, aber auch unsere Auswechselbank, die wollen wir schon. Cahill machen, machen wir das? Ja, da kriegen wir dann, denke ich, eh nichts für. Das heißt, wir müssen den jetzt nicht verkaufen, um Geld zu kriegen, können ihn aber noch 7 Monate nutzen. In der Winterpause kommt ein neuer Verteidiger. Oder wir setzen auf unseren Nachwuchs. Und wir bräuchten halt einen Torwart, wenn ich jetzt hier beide auslaufen lasse. Ich würde sagen, wir verlängern nochmal mit dem Älteren. Macht natürlich eigentlich keinen Sinn. Oh, geht nicht. Ah, interessant, geht nicht. Möchten beide ihre Karriere beenden. Ja, aber Cahill verlängern wir auch nichts. Aber Costa mal gucken. Vielleicht kann der auch auf Innenverteidiger umschulen, so ein bisschen. William Batshuayi. Und dann. Der ist natürlich relativ schlecht, aber auch billig. Barclay, ne? Dann kriegst du doch eine Verlängerung und Musonda auch. Ja, das hat dann doch recht knapp gereicht, ne? Und da verlieren wir in der Winterpause 2 Torhüter und Cahill. Aber ist okay. Torhüter dann Priorität. Schauen wir noch kurz auf die Mails. Top 10 Transfers. Diouf ist noch zu Liverpool. Uiuiui. Nicht so spektakulär, ne? Es regnet. Oh. Okay. Fouls und Pässe leiden darunter. Egal, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Wir haben jetzt einiges zu tun gehabt. Gut angefangen.
am Ende jetzt hier die Verträge gemanagt. Da weiß man gar nicht mehr so viel, wie passiert ist, wie man die Folge benennen soll. Aber das werde ich schon irgendwie hinkriegen. Das werdet ihr jetzt sehen und lesen. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Tschüss.